Evgeny Pevnov, 29:26 aus negativer Sicht für euch. Ich kann mir vorstellen, da du ja nächstes Jahr spielst, wärst du gerne mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gefahren, oder? Ja, definitiv, aber ich möchte in jeder Halle, in der wir spielen, Erfolgserlebnisse mit der Mannschaft haben, bei der ich gerade unter Vertrag bin im Endeffekt. Ne? Also ich gebe mein Bestes, gebe mein Herzblut hier rein und am Ende sollen 2 Punkte immer da sein, nach, bei jedem Spiel. Warum hat es aus deiner Sicht heute nicht gelangt? Ja, wir haben auf jeden Fall 1, 2 Fehler zu viel gemacht und es rächt sich dann, wenn es dann ein knappes Spiel ist und plötzlich mit 3 Toren kurz vor Schluss hinten liegst, dann versuchst du alles Mögliche zu machen und dann hast du entweder Glück oder Unglück und heute hatten wir halt ein bisschen Unglück. Zu Hause spielt ihr sehr konstant, auch sehr gut, kommt immer für einen Sieg in Frage, auswärts drückt so ein bisschen der Schuh. Woran liegt's? Ich denke, wenn wir das wüssten, dann würde auswärts nicht der Schuh drücken. Das stimmt. Jetzt hast du heute schon mal gesehen, wie es in der TUI Arena sein kann. Du warst mit Göpping, glaube ich, auch schon mal hier und hast hier gespielt. Freust du dich denn schon auf nächste Saison in Hannover, auch wenn natürlich jetzt noch eine lange Zeit bis dahin gibt und noch einige Aufgaben in Gummersbach anstehen? Genau, deine Worte. Also es ist noch einiges in Gummersbach anzustehen und erstmal da Vollgas geben und dann schauen wir weiter. Alles klar, vielen Dank. Gerne.